Gute Ansage, Mann. Ich will auf eine Sache noch mal kurz, um das klarzustellen. Also dieser Satz, nur Fotzen stechen, der kommt halt aus dem Lied auch von Ja. dir. Und mit Fotzen meinst du Keine, nicht das Geschlechtsteil der ja. Frauen, weil ich weiß, was Wir jetzt haben die kommt. immer genannt, Ja. die das gemacht haben. Für uns waren das einfach, so haben wir die genannt. Wir Genau. meinen ja nicht die Frauen damit. Genau, also hat nichts mit dem Geschlechtsteil der Frauen zu tun, weil wenn man sowas äußert, ne, dann Ja, gibt gut. es viele Missverständnisse, nur das Gut. klarstellen. Damit meinst du keine Frau. So. Nein, auf gar keinen Fall. Interessant. Darauf will ich nochmal eingehen. Was ist, weil du hast gesagt, und ich glaube, das kursiert draußen auch ganz oft, vor allen Dingen in dieser Gruppe, ja, in dieser Gruppe nenne ich das einfach mal, wenn man sich schlägt, dann ist man sehr männlich. Jetzt hast du gerade gesagt, sei noch männlicher, hast du gesagt, noch höher oder eine andere Energie, sei ein toller Mensch. Also, was macht ein Mann wirklich zu einem Mann? So, was würdest du jetzt sagen? Spontan Gefühle zeigen, auch weinen, Schwäche zeigen, Angst akzeptieren und nicht immer derjenige, der keine Angst hat, keine Emotionen, stillschweigend, immer in sich reinfressen, lieber Alkohol saufen, bis zum geht nicht mehr, anstatt einmal zu sagen, was im Herzen ist so. Vor allen Dingen sind wir so Weltmeister, vor allen Dingen Leute aus meiner Kultur. Wir saufen so gerne alles weg, was es gibt und schlagen auch alles weg, was es gibt, anstatt uns damit mal zu befassen und höher zu steigen, bleiben viele auf diesem Level kleben. Und da, ja, ich würde so gerne so viel, weil du bist so vertraut, du bist so ein Gesicht, ich kenne dich so lange, ich würde dir so viel Ja. jetzt raushauen, aber ich muss mich schon ein bisschen stoppen. Alles gut. Ich will nicht zu viel verraten. Es ist einfach nur dieses, weißt du, wie stark du dich danach fühlst, wenn du einfach mal zulässt, dich komplett fallen zu lassen und in Tränen auszubrechen, aber so richtig, nicht alleine in deinem Zimmer, was eh jeder da draußen macht. Labert mich nicht voll. Alle machen das. Es passiert einfach. Du kannst nichts dagegen machen. Aber ich meine, vor einer Frau, vor deiner Mutter oder vor deinem Vater, vor einem Freund. So, das ist nochmal eine andere, weil da sind wir keine einzigen. Du siehst nicht mal, dass die Augen hier rot anlaufen. So voll innerlich bist du so am Bremsen. So diese emotionale Bremse ziehst du ganz nach hinten. Bloß keine Tränen zeigen, denn ich bin doch so aufgewachsen. Männer weinen nicht. So sowjetische Erziehung, so Männer weinen nicht. Das kann ich gerne erzählen, das ist kein Problem. Ich schneide mich als 4-Jähriger, weil wir in einer Notwohnung gelebt haben, 4 Jahre weiß ich, ein 4-Jähriger Junge schneide ich mich am Finger und das saftet richtig gut, weil das hier so gut durchblutet ist, ne? Das saftet, ne? Und ich gehe zu meinem Vater so. Und mein Vater guckt mich an und verarztet das, Mutter ist daneben und mein Vater so, gut. Er weint nicht mal. So. Ich sag doch nicht meinem Vater, oh, du hast meine Emotionen. Nein, er ist ja selber nicht anders aufgewachsen. So. Er gibt das mit, was er als Wahrheit für sich, was sich bewährt hat. Und deswegen so ihm niemals Verantwortung oder Schuld geben. So ist das einfach passiert. Und deswegen lernst du von Anfang an nicht zu weinen. Und jetzt sage ich dir, ich musste als Erwachsener weinen lernen. So, ich musste wieder wirklich das zulassen. Tränen sind in Ordnung. Nein, Tränen sind sogar noch geil. Es ist sogar wow, das bringt dich noch weiter. So, das musst du erstmal lernen. Und das sage ich so, richtiger Mann und richtige Frau. Weil es gibt da auch so übelst Frauen, die auch nicht ein bisschen Emotion, wo ich denke, Mann, ey, für euch ist doch ein bisschen leichter, oder? Nee, auch bei denen. Immer einstecken, so emanzipieren, so ich bin zwar eine Frau, aber ich bin auch hart. So, hey Leute, bleibt mal auf eurem Level, wir auf unserem, ihr auf eurem. Das, was gesund ist für jeden, dass nicht die Gesellschaft entscheidet, wo du bist, sondern du entscheidest doch, wo du bist. Bist du eine Frau mit Charakter so, dann musst du auch so sein. Da kannst du nicht so immer Schwäche zeigen. Aber wenn du eine schwache Frau bist, warum sollst du jetzt immer stark sein? Nur weil jetzt gerade diese Frauenbewegung am Laufen ist oder als Mann, wenn jetzt so Männer, ihr müsst mehr Emotionen und da ist aber einfach ein Mann, der ist einfach hart. Der muss nichts unterdrücken, der ist einfach hart. Der kann doch nicht seine Tränen jetzt auch erzwingen, also genauso auch die andere Seite. So, befasst euch einfach mit euch selbst. Also einfach authentisch sein. Cool. Cool, ne? Mega, mega, mega. Gefällt mir richtig, ja. Was würdest du sagen?
Was hat dir die Gewalt Positives gebracht? Aber du stellst doch solche Fragen, Alter, die sind ja Hammer. Positiv. Weil der erste Sinn ist, Mann, was ist an Gewalt schon positiv? Positiv. Also was es Gutes gebracht hat, ist eigentlich, dass du vieles, dadurch, dass du so aufgewachsen bist, das alles miterlebt hast, die ganzen Erfahrungen, das macht dich wirklich in deinem Grundcharakter so, dass du vieles auch aushalten kannst. Viel Ausdauer hast in manchen Sachen, wo andere, wo du merkst, so deine Umgebung ist schon längst so hilflos, die allein weil es so lange dauert, zum Beispiel, irgendein Projekt startet und alles läuft schief und ich denke mir so, mein Gott, ich bin glücklich, dass ich nicht da bin so, und nur so süße Probleme habe. So. Das macht das Ganze so leichter, wenn es um normale Sachen geht, sage ich mal, die so 90% aller Menschheit haben. So. Wenn du mal da warst, so. Das ist gut daran. Also so wie eine höhere Schmerztoleranz für Ja, gewisse Dinge. sowieso. So, Geduld ist bei mir eine ganz andere Frage. So, Geduld, auch Schmerzempfinden ist bei mir eine andere Frage. Was Kälte anbelangt, solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Zusammenhang hat oder nicht, aber Mann, mein Vater sagt mir heute noch, wie kannst du in Chucks rumlaufen? Der will mir Socken immer geben. So, hier, zieh mal so. Die wollen mir ständig Socken geben. Alle Menschen. Hier, Ja, brauchst du noch eine Socke? hey, guck mal, hier sind Socken, ich habe Socken für dich gekauft. Die verstehen nicht, warum ich in so Sommerklamotten im Winter noch rumlatschen kann. So. Keine Ahnung, ob das jetzt damit wirklich zusammenhängt, aber solche Sachen, es macht dich, wenn ich so sagen kann, es macht dich wirklich härter. Es macht dich härter im Nehmen bei Sachen, wo andere sagen, mein Gott. Oh mein Gott, die fangen an rumzujammern und dann musst du mehr so damit dich quälen, dieses Rumjammern darauf klarzukommen, als an sich die Sache, die doof läuft gerade. Weißt du, dieses Rumjammern, das macht mir mehr Kopfschmerzen und so, weißt du? Das ist auch was Gutes. Was anderes, was Gutes ist, ich weiß, wenn es drauf ankommt, weiß ich, was ich kann. Und ich sag mit, wenn es drauf ankommt, nicht. Wie der draußen mit den Jungs unterwegs, sondern ey, wenn du eine Familie hast, es geht um deine Kinder und dann passieren Situationen, dann weißt du in dir, du hast einen Urinstinkt in dir, dem du vertrauen kannst, wenn es darauf ankommt, weißt du, du wirst nicht zögern, wenn es um deine Kinder oder Frau geht. Um dich selber nimmst du dich weg, komm, schenke ich dir den Schlag, komm, den nehme ich dir, gebe ich dir mit. Aber wenn es um andere Sachen geht, dann weißt du bist bereit. Und du bist bereit für Krieg, so. Diese Sicherheit hast du dann auch. Und diese Sicherheit strahlst du dann aber auch aus bei deinem Partner oder bei deinen Jungs, mit denen du unterwegs bist. Die vertrauen auch darauf. Auch wenn ich selber sage, vertraue immer nur auf dich selber, trotzdem du weißt, welche Menschen du auch vertraust, mit denen du unterwegs bist, dann weißt du, ey, du bist in einem sicheren Rahmen. Eigentlich kann heute nicht viel passieren. So. Das sind so die schönen Sachen der Seite. Ich glaube, die Negativen müssen wir gar nicht fragen, weil darüber haben wir jetzt auch genug geredet. Würdest du denn sagen, dass du, also einen Weg raus hast du ja quasi gefunden, so wie ich das jetzt verstanden habe, durch einfach Erfahrung, die du anders dann in der Situation bewertet hast, hast Sachen anders gemacht und das war so, wo es Klick gemacht hat und dann bist du rausgekommen. War das auch, oder hat man sowas, hast du so etwas wie, boah, mir tun gewisse Sachen einfach leid, weil du jetzt reflektierter bist oder dass du sagst irgendwie, boah, schlimm, was mir da angetan wurde, oder wie nimmst du das, ja, wie nimmst du das wahr? Weil viele sagen ja auch, so, um da rauszukommen, musst du, also egal, ob es jetzt um dieses Thema geht, ne, oder zum Beispiel sexuelle Gewalt oder andere Sachen, die man jetzt erlebt hat, vielleicht mit gewissen Menschen, die einem wehgetan haben, ich muss diesen Menschen verzeihen oder vergeben, um da rauszukommen. Wie ist da dein Standpunkt dazu? Oder hast du so etwas selber gemacht? Sagst du, dass es ja, das sein muss, oder? Okay, wenn ich dieses Verzeihen höre, das ist ein bisschen wie positiv denken, Entwicklung, immer Ego, Ego. Auch wenn ich selber oft benutze, irgendwann sind diese Wörter ausgelutscht. Und ich frage mich so, ey, wart ihr wirklich jemals in diesem Prozess drin zu verzeihen? Das ist so dahergesagt ein bisschen auch oft.
Und viele, viele da draußen, wenn du dir ganz viele YouTube-Videos anguckst, weißt du, diese berühmten 5 Sekunden, die du wartest, um weiterzuklicken, und dann redet dieser Typ über irgendwas verzeihen oder du musst entwickeln oder die 3 Stufen, wie man reich wird und solche Sachen, wo ich denke, so Mann, du hast, das ist so ein bisschen, wenn du auf der anderen Seite bist und du hast keine Erfahrung über das, was er gerade meint. Das ist nur geredet jetzt. Spür das mal. Verzeih mal einem Menschen, der dir wirklich heftig, heftig was angetan hat, womit du heute noch Probleme hast, damit klarzukommen. Verzeih dem mal. Einfach so. In 2, 3 Sätzen. Also in meiner Welt geht das nicht. Es ist immer so eine paradiesische Vorstellung. Wir müssen allen vergeben und verzeihen. So. Aber wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich immer noch daran denke, und es sind aber schon 10 Jahre vergangen, verzeih dann mal durch 3 Sätze oder durch 1, 2 Sachen, die du anwendest oder gelesen hast. So, ich glaube, das ist ein Prozess, der geht bis zum Schluss. Du verzeihst nicht nur einmal und dann hat sich die Sache. Wenn dein Körper immer noch reagiert, hast du einen Scheiß, hast du verziehen. Wow, das ist gut, dass du das gesagt hast, so wenn dein Körper noch reagiert. Ja. Meinst du damit so von wegen, manchmal weißt du vom Kopf her, ja, wäre schon gut, wenn ich jetzt verzeihen würde? Aber dann, wie du gesagt hast, ne, ich glaube, du hast Träumen gesagt, dann träumst du davon, was dir passiert ist oder ist schon 10 Jahre her und das nimmt, dein Körper reagiert immer noch. Wie meinst du das, dein Körper reagiert immer noch, werden wahrscheinlich viele Leute draußen nicht verstehen, die das nicht erlebt haben. Ja, Symptome, die dein Körper zeigt, wo du selber denkst, wo kommt denn das jetzt her? Du stellst dir selber die Frage, du kannst gar keinen Zusammenhang damit verknüpfen. Dann kriegst du auch Hilfe von anderen Menschen, die das eher sehen als du selbst. Du weißt genau, wovon wir gerade reden. Das sind die Momente, wo du merkst, okay, dein Kopf, der Intellekt, der weiß das, der hat es gelesen, der hat dein Coaching gehabt, der hat mit dem gesprochen. Dein Instinkt ist aber immer noch mit diesem riesen Button unterwegs. Wenn du den nicht auflöst, dann hilft dir auch das 10., 20. Buch nicht oder das 60. Gespräch. So, du musst manche Sachen vielleicht. Jeder findet halt seinen Kanal. Ja. Der eine braucht ein Coaching. Der andere muss so oft aufs Maul fliegen, bis er es gecheckt hat. Weil Coachings bei ihm einfach nicht, die kommen nicht an. Ja. Andere wiederum, die wollen, warte. Andere wiederum wollen nicht aufs Maul fahren. Die gehen sofort in die Richtung. Und die lernen auch draus. So, du musst deinen Weg finden. Also jeder geht quasi seinen eigenen Weg raus. Ja, du musst ihn selber finden. Weil so oft saß ich da auch davor und denke, ja okay, jetzt brauche ich vielleicht das. Weil du findest selber manchmal den Weg nicht raus und dann bist du der Fragende und der Suchende. Und du suchst so lange, bis du irgendwas findest, was du fühlst. Nicht immer dein Verstand reagiert, so dein Gefühl muss darauf reagieren. Hier bin ich in Resonanz mit dem, was da gerade erzählt wird oder gemacht wird oder ich lese oder was weiß ich. Wenn das eintrifft, nimm das wahr, Mann, und geh den Weg. Und wenn es das noch nicht ist, dann führt das aber dich genau dahin, wo du hin musst. Und dann gehst du so lange weiter, immer weitermachen, bis dieser Button kleiner wird. Und das ist das, wonach du deine Sensoren ausrichten solltest dann. So war mein Weg. Ich achte dann auf sowas. Geh einfach mit offenen Augen durchs Leben. Und nicht nur, weil bei 90% Coaching funktioniert, heißt das nicht, dass das bei dir funktioniert. Oder die Tendenz ist, vielleicht funktioniert es auch bei dir, wenn es bei 90% funktioniert. Verstehst du? So, nicht immer dieses Allgemein und alles ist so schwarz-weiß, sondern ey, hör doch auf dich. Hör da rein. Was würdest du sagen, du hast das ja jetzt alles erlebt und ich meine, deine Geschichte hätte auch komplett anders laufen können. Ne? Niemand, ich glaube, wer das jetzt so hört, ja mit Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort, du hättest ja im schlimmsten Fall, wenn du diese Schiene weitergefahren wärst, vielleicht auch tot sein können, du hättest auch im Knast landen können oder was auch immer, wenn das schlimmer gegangen wäre. Was hat dir im Laufe der Zeit einfach so, ja, was hat dir Kraft gegeben, was hat dir Hoffnung geschenkt, was hast du getan, um das alles im Endeffekt so für dich auf die Reihe zu bekommen? Weil ich glaube, niemand, also ich kenne ja deine Geschichte, so tiefergehend, aber niemand wäre dir sozusagen böse, wenn man all das über dich weiß. Ja, ist klar, hättest du auch im Knast landen können oder hättest du auch tot sein können, ein Mann mit deiner Geschichte so. Aber das bist du nicht. Und was hat dir Kraft geschenkt in all dieser Zeit? Okay, also was mir spontan jetzt sofort hochschießt im Kopf ist, wenn du früh anfängst jetzt in der Biografie,
Dann gehst du in der 5., 6., 7. Klasse ins Klassenzimmer und ein bestimmter Lehrer war da, der dann immer unsere Ecke gesehen hat, da wo die russischen, türkischen Jungs und arabischen Jungs sitzen. Und wir waren halt einfach laut. Und er kommt rein und sagt, diese Ausländerecke, die alle im Knast oder heroinabhängig oder was weiß ich so, das war immer so ein Standardsatz. Prägt sich ein, er programmiert dich. Und dann läufst du Gefahr, weil es ein Programm ist. Aber bei mir war es eher so, dem werde ich das nicht gönnen, dass das mal passiert. Und vielen anderen so. Er ist sehr prägend gewesen, dieser Lehrer, aber auch viele anderen Menschen haben sozusagen deinen Weg schon gesehen und dir diesen Stempel gegeben und das war's. Und diese Motivation zu zeigen, na, ich bin aber nicht so, weil viele sind dann auch wirklich, das war deren Schicksal, auch aus deinem eigenen Kreis. Das gebe ich den Leuten aber nicht. Du drehst das auch um. Unbewusst. Ich kann jetzt so schön darüber erzählen wie in einem Film, ist aber nicht bewusst gewesen. Es war ein Antrieb, der sagt so, euch gönne ich das nicht, dass das passiert. Und dann tust du vieles dafür und dann bewältigst du auch hier und da dein Ego, obwohl du noch nicht mal weißt, dass es sowas gibt wie Ego. Das war für mich, Ego war ein Fremdbegriff damals. Aber du weißt jetzt, dass du damals schon ankämpfen musstest und Sachen anders klären musstest. Und manchmal bist du gezwungen, was zu machen, wofür du dich schon längst entschieden hast, es nicht mehr zu machen. Weil es einfach zu deiner Biografie gehört, du kannst dich selber ja nicht leugnen. Ich weiß, ich bin immer noch nicht der Typ, wo andere sagen, oh, Ponyhofleben und so, das ist alles cool, der ist super lieb und nett. Nee, ich eher noch immer dieses ein bisschen Abstand halten, vielleicht nicht so, weißt du, die haben ihre Grenzen und hier ist Schluss. Ist okay. Ich komme damit gut klar. Macht auch Spaß manchmal. Macht echt. Du kannst das gut da ausspielen, auch für dich, für deinen Bonus, ne? Ja, muss auch nicht unbedingt mit jedem zu tun haben, Nee. so. Das Ja. ist ein guter Filter auch ganz oft. Da merkst du so, wovon die beherrscht werden. Wenn du merkst, die werden von Angst beherrscht, dann kommen die nicht zu dir, weil die Angst vor dir haben. Das hört sich jetzt so, oh, brutal. Nein, nein. Manche sind von Angst beherrscht, die werden sich mit dir nicht anlegen oder gar nicht mit dir in Kontakt treten, weil die irgendwas spüren, so besser nicht. Was würdest du sagen, inwiefern war Rap da auch Teil daran, dass du heute so bist, wie du bist? Was spielt Rap in deinem Leben für eine Rolle? Es ist eher Musik als Rap, weil Musik ist so der Überbegriff und ich habe alles Mögliche gehört. Musik ist mehr Gefühl und Seele, Mann. Das hat mit diesem ganzen Gewaltzeug ja gar nichts zu tun. Dann kommt aber jemand vorbei, so in deinem Leben, als Album oder als Lied, wo du merkst, boah, mit dem bin ich so eins zu eins. Und der begleitet mich auch heute noch so, dieser Künstler. Und da war ich 11, als der kam. Ja? Und du merkst, ausgerechnet er, der so aggressiv klingt und auch über viele solche Sachen rappt, Zu sagen, der wer es kommt. ist, oder? Nee, muss nicht unbedingt sein. Das Okay. ist schon okay. Das spürst du einfach so, okay, das spürst du mehr als eine Britney Spears oder eine Rihanna, weißt du? Du spürst das einfach mehr, weil du dich selber in ihm wiedererkennst. Und deswegen ist das wie so, es ist nicht so, dass er weiß, wovon du berichten kannst, sondern du lebst das. Und er benennt es einfach nur. Und du weißt, wovon er spricht, obwohl er es gar nicht sagt. Es ist vielleicht einfach nur die Art, wie er etwas sagt, wie er einen Satz zusammenbaut. Und dann merkst du so, wow, das macht was mit dir. Und auch, es waren auf Englisch alles und zu dem Zeitpunkt habe ich Englisch ja gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, wovon er rappt. Ich wusste nur, das spüre ich so sehr. Oh, ich feiere den. Ich feiere den bis heute. Das ist so Rap dann in meinem Leben. War halt nie Deutschrap so. Es war immer amerikanischer Rap. Genau, und ich weiß ja, du hast ja, wir beide haben auf Englisch angefangen zu rappen. Jetzt rappst du ja auf Deutsch, kann ja jeder auch hören. Was hat dich dazu geführt, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt rappe ich auf Deutsch? Weil du sagst ja jetzt selber, Deutschrap war nie so deins. Und was denkst du über Deutschrap? Also ich meine, Deutschrap hat ja auch super viele Aspekte. Aber genau, einfach mal so dein Feedback. Was denkst du über Deutschrap und was hat dich dazu bewogen, Deutsch zu rappen jetzt? Deutsch zu rappen und Russisch.
War sehr wichtig, weil das authentischer ist als Englisch. Ich habe mit Englisch in der Hinsicht zu tun, weil ich das immer gehört habe und am meisten gespürt habe. Aber ich habe keine, wie soll ich sagen, so Herkunft. Ich habe keine englischen Leute oder amerikanischen Leute in der Familie. Meine Herkunft ist aus Kasachstan. Also ziehe ich das jetzt in meine Musik rein. Und ich bin in Deutschland hauptsächlich gewesen. Also ist der Mix Deutsch-Russisch und nicht Deutsch-Englisch. Und nur weil es viele andere machen, mache ich es einfach nicht mit. Ich mache es so, was zu mir gehört, was authentisch ist, das bringe ich rüber. Das wird mir mehr geglaubt, als wenn ich jetzt Englisch anfange zu rappen wieder. Es fühlt sich besser an. Also dieser Mix, einmal das. Und zu Deutschrap kann ich nicht viel sagen. Ich befasse mich damit einfach nicht viel. Deswegen, das wären so ziemlich viele leere Worte. Weil ich habe einfach so eine grundsätzliche Abneigung dagegen schon immer gehabt, von Anfang an. Und bei manchen Liedern ist es so, die ist dann voll da. Also das ist nicht wie so eine grundsätzliche blinde Blockade, die bei mir da ist. Und sobald es Deutsch ist, feiere ich es nicht, sondern einfach, es erreicht mich absolut gar nicht in vielen Hinsichten. Und wenn da ein Track dabei ist, dann bin ich auch offen und sage, jo, der erreicht mich vollkommen, also ganz, ganz tief. Und den feiere ich dann, den habe ich auch in meiner Playlist. Aber das sind so ganz so vereinzelte Sachen dabei. Und viele alte russische Sachen und amerikanische Sachen so von früher. Und auch keine aktuellen so viele. Vieles von der Jugend. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet dein Rap? Also du sagst jetzt, also ein bisschen wirst du dich sicherlich auskennen, so im Deutschrap. Was unterscheidet oder was macht dein Rap einfach besonders, sage ich mal, als deutscher Rapper? Besonders, ja, das müssen die beantworten, die es hören und die Besonderheit hören und spüren. Das müsstest du eher die fragen. Bei mir, ich kann nur sagen, ich versuche so ehrlich wie möglich die Texte zu schreiben, sodass ich wirklich 100% geht zwar nicht immer, weil du selbst manchmal Verfälschungen in deinem Kopf hast, weil du dich nicht genau daran erinnern kannst. So, diesen Punkt lassen wir jetzt mal weg, aber dann versuche ich so nah wie möglich an die 100% zu kommen. So schreibe ich meine Texte. Das bedeutet, wenn ich sage, ich verschmiere mein eigenes Blut auf dem Boden, das ist nicht einfach nur, weil es gerade passt und es sich gut anhört und das klingt geil. Ja, so, diese Sachen sind passiert, die gehören dazu, die darf ich aufgreifen, die darf ich benutzen, um was anderes damit als Message rüberzubringen. Und die Leute, die Erfahrung haben, die werden spüren, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Es bringt jetzt nichts zu sagen, hey, das alles habe ich zwar gesagt, aber die spüren das schon. Rede ich von Erfahrung oder will ich hier nur aufmucken und so tun, als ob ich der Geilste bin? So, ich glaube, so, das ist mein Anspruch bei jedem Text. So viel wie möglich an der Ehrlichkeit dran zu bleiben und immer zu erzählen, was hast du daraus gelernt? Was waren deine Gefühle, Gedanken dabei? Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, was alles da war, weil dann gebe ich es irgendwie ich gebe dem einen Namen und andere können sich nicht so sehr da reinversetzen, weil dann benenne ich etwas. So, ich lasse es offen, interpretiert so viel ihr wollt von euch selber, damit es euch mehr hilft, sich da hineinzuversetzen, sich damit zu identifizieren. Das ist mir wichtiger, als zu erzählen, was genau da war, damals, wo wir in der Disco zu zweit und dann da das. Das juckt doch keinen. Ganz ehrlich, an wen juckt denn das jetzt? Und du hast gerade gesagt, deine Texte versuchst du so echt wie möglich zu machen, also so authentisch wie möglich zu machen. Würdest du sagen, dass dir deswegen vielleicht auch ganz viel Deutschrap nicht gefällt oder dich vielleicht nicht erreicht? Liegt es daran, weil es deutsch ist? Oder liegt es daran, weil es vielleicht nicht authentisch ist und dich deswegen nicht erreicht, weil es dir wichtig ist, sozusagen authentisch Texte zu schreiben? Also ich müsste ja eigentlich alles, um 100% sicher zu sein, müsste ich ja alle kennenlernen, die mal persönlich beschnuppern sozusagen. Ich muss die Augen mal sehen und nicht in einem Interview, sondern ich muss die mal wirklich treffen, mit dem ein bisschen quatschen und dann filtert sich schon vieles dabei raus. Die Möglichkeit hatte ich noch nicht. Deswegen kann ich dir nicht viel sagen. Ich kann dir nicht sagen, ob der und der Moment in dem Text echt ist oder nicht. Weil in einem Video kannst du dich auch gut präsentieren. Wenn du in echt auf jemanden triffst und eine Konfliktsituation hast, dann wird sich schnell herausstellen, wie jemand drauf ist und wie jemand nicht drauf ist. In einem Video ist das leicht. Auch ich jetzt kann hier auch super toll reden. Und dir so, ich habe das und das.
Du kennst mich in den Situationen, aber die gerade zuhören, die werden dann erst erfahren, wie ich wirklich drauf bin und ob das stimmt, was ich damals im Interview gesagt habe und wie ich jetzt in dieser Konfliktsituation, speziell auf Gewaltkonfliktsituationen reagiere. Dann gibt das diesen ganzen 1000 Worten jetzt eine Tat. Und in der Tat siehst du, wie wirklich jemand dann ist. Und deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Ich kenne die alle nicht. Ich habe nur ein Gefühl dazu. Das Gefühl behalte ich mal jetzt für mich. Aber du weißt schon, in welche Richtung das geht. Was würdest du denn sagen generell? Wie wichtig ist Gewalt im Rap oder im Hip-Hop, um vielleicht auch in dieser Szene akzeptiert zu werden, relevant zu sein? Weil ich weiß es ja jetzt, du machst schon ziemlich lange Musik. So, würdest du sagen, ja, das ist wichtig? Oder wie ist da generell einfach auch deine Einstellung? Ich würde es gar nicht nur auf Rap beschränken. Es ist allgemein, wenn das dein Thema ist, ist es für dich ein wichtiges Thema. Das darfst du nicht leugnen oder ignorieren. Du musst das bearbeiten, daran wachsen, dich entwickeln und wie so aus der Asche rausfliegen und bist am Glänzen. Ob es jetzt Rap ist, was dir dabei hilft oder nicht hilft oder dich noch tiefer in die Hölle bringt oder nicht, ist halt jedem überlassen. Aber ich denke, ja, es ist halt schon so dieses Einhauf-Hart-Tun und so und erzählen, was man alles an Besitztümern hat und so. Es war halt nie mein Leben so. Mhm. Ich kann da gar nicht mitspielen, selbst wenn ich wollte. Die würden sofort checken, wenn ich da über Sachen rappe, das passt einfach nicht, das geht nicht. Ich könnte das gar nicht rüberbringen. Ich würde mich vor der Kamera selbst schämen, wenn ich jetzt über Rolex und Frauen im Hintergrund, das geht nicht, ich kann das nicht. Deswegen mache ich es nicht. Ich denke mal, so, wenn man Rapper ist, also viele Leute, die sich das vielleicht anschauen oder auch kleinere Jungs vielleicht, die so einen Traum haben, ey, ich will gerne Rapper werden und auch erwachsene Männer, kann ja jeder sein. Du machst ja jetzt schon lange Musik und auch lange Rap. Würdest du sagen, dieser Weg ist einfach, Rapper zu werden, Musiker zu werden? Ja, diese Sache mit einfach, schlecht, gut, will ich gar nicht mehr benennen. So, bei mir ist es so, wie es ist, das akzeptiere ich und ich mache so gut ich kann weiter. Und wenn ich jetzt sage, es ist schwer, wie viele Leute werden daran glauben, dass es schwer ist und dann werden die es schwer haben? Und wenn ich jetzt sage, es ist leicht, dann ist für die, die es schwer haben werden, denken, mein Gott, warum hat es Cortex leicht und ich habe es schwer, scheiße. Deswegen, ich werde das jetzt nicht benennen. Jeder geht seinen Weg so, wie es kommt, so wird es kommen und dann musst du zusehen, was du daraus machst. Mhm. Also auch da ist ganz individuell sozusagen. Ja. Okay. Du hast ja dein erfolgreichstes Lied bei YouTube, was man sehen kann. Ich weiß nicht, ob du auf Spotify noch mehr Streams hast als Klicks. Hatte ich mal, dann musste ich den Account wechseln, dann sind die verloren gegangen, jetzt hole ich wieder auf. Das waren mal mehr, jetzt sind es wieder weniger. Sogar mehr als 200? Ja, da waren irgendwie 400.000 schon und jetzt muss ich wieder neu diesen Anbieter, Online-Anbieter wechseln. Jetzt sind da jetzt, keine Ahnung, über 100.000 vielleicht drauf, oder? Wow. Ich meine, für jeden, der anfängt und jetzt sagt, boah, ich habe auch den Traum, ne, Rapper zu werden, das ist ja eine Hausnummer, so 230.000 Klicks bei YouTube. 400.000 Streams mal auf Spotify gehabt. Kannst du ein wenig beschreiben, wie dieser Weg, weil das ist ja dein erfolgreichstes Lied, sozusagen, ja, ne, Wahrheit. Wie war der Weg dahin, das zu schaffen? Weil ich weiß ja auch ein bisschen, wie das ist in dem Bereich oder auch generell zum Beispiel bei YouTube einfach aktiv zu sein. Und viele stellen sich das oftmals so vor, hat jemand Glück gehabt, sozusagen, ne? Was ja auch sein kann, hast du ja auch gesagt, alles ist individuell, aber so dein persönlicher Weg zu dieser Klickanzahl oder zu diesen Streams, weil das ist ja schon eine Ansage, ist eine Hausnummer auf jeden Fall und wenn man das sieht, denkt man, boah, krass, so, ne? Und oftmals weiß man aber gar nicht, was für eine Arbeit da ja hintersteckt, einfach nur damit, was mal real ist, aber jetzt auf dich bezogen. Okay, ich kann jetzt ganz weit ausholen oder das Ganze schnell machen. Wenn du weit rausgehst, dann musst du noch so weit in die Kindheit gehen, wo du das alles erlebt hast, um überhaupt erstmal so einen Text schreiben zu können. Den andere wiederum so spüren, dass sie das jeden Tag auf Repeat drücken. So weit musst du zurückgehen. Das checken viele nicht. Die
setzen sich hin, schreiben über eine Fliese oder eine Hauswand, also, oder halt eine Uhr oder halt irgendwas und denken so, jetzt mache ich Millionen Klicks da drauf. Ja. Aber wenn du jetzt das Ganze authentisch aufbauen willst, dann musst du über etwas schreiben, was dir gehört, nur dir. Und dann musst du das so rüberbringen, dass die das auch checken auf der anderen Seite. Wie willst du denn das machen? Und anscheinend habe ich da mit Wahrheit irgendwas, also irgendein Punkt bei vielen gedrückt, immer noch drücke, dass die das immer noch auf Repeat stellen. Es sind nicht so viele, du sagst jetzt so eine Hausnummer, für mich ist das noch, ich nenne das nicht an, ich sehe das nicht an Zahlen. Es ist zwar jetzt cool zu sagen, juckt mich nicht, doch, juckt mich auch die Zahlen, weil ich muss ja irgendwann mal auch davon leben, habe auch meine Ziele, aber wenn du ganz tief reingehst, das entscheidet nicht darüber, wie wertvoll ein Track war, wenn jetzt 40 Millionen da steht oder 2000. Also lass dich davon ja nicht beeinflussen. Ist leicht gesagt, ist für mich immer noch ein Hin und Her. Immer noch. Trotzdem so, sei dir doch treu. Und glaub doch daran, was du raushauen willst oder rausgehauen hast. Glaub doch daran. Und wenn dich noch nach 14 Jahren die Klicks nicht schocken, mach doch weiter. Wer sagt denn, dass das hier vorbei ist, nur weil die ganze Gesellschaft das nicht checkt, was du da eigentlich gemacht hast? Wow. Guck mal, Van Gogh, der war weg. Was kam danach erst? Der Typ hatte kein leichtes Leben, wenn wir jetzt seine Biografie jetzt aufschreiben würden. Der hat das ja vielleicht gar nicht in seinem Körperdasein mitbekommen, was für ein erfolgreicher Künstler der eigentlich war. Aber Menschen feiern den erst, wenn er weg ist. So, geh doch weiter. Über deinen Tod hinaus, wenn du es richtig machst, so, weißt du, geh doch noch weiter. Und dann juckt dich Zahlen nicht, Instagram, mein Gott, das juckt dich doch gar nicht mehr irgendwann. Du machst es doch aus einer ganz anderen Energie, Seele, das kommt aus einer ganz anderen, du schöpfst da etwas aus dem Nichts und dann ist es da. Und wenn das auch noch Leute verstehen und feiern und du kannst auch noch dein Geld damit beziehen und dann auch noch darüber hinaus und nicht nur Miete zahlen, dann bin ich dabei, Mau. Ja. Es ist nur dieses, ja, die sitzen da, machen einen Track und erwarten jetzt voll viel. Mach mal diesen Track 14 Jahre lang und sitzt immer noch auf dem Punkt, wo du vor 14 Jahren warst und mach weiter, das gibt dir auch was. Es sieht nur keiner, du kriegst nicht viel Geld, die Aufmerksamkeit fehlt, die Anerkennung fehlt. Aber es gibt dir doch trotzdem was, voll viel. Und wenn ich das jetzt hier den Kreis schließe, sage, Musik hat mich in genau solchen Situationen aus der Scheiße gezogen, wo ich da stehe und denke, wenn ich jetzt so handle, kann ich nicht mehr investieren. Oder ich muss woanders hin und dann kann ich keine Musik mehr machen. Dann denke ich an die Musik in der Zeit, wo du mittendrin bist, dann ist nicht mal die Angst so groß, sondern die Musik, der Wunsch, Musik zu machen, deine Leidenschaft zu leben, ist so groß, noch größer als deine Angst. Und wir wissen alle, wie machtvoll Angst ist. Aber die Liebe zu Musik ist noch viel größer. Die Liebe, Mann, die macht die Angst so, die fegt die weg beiseite in die Ecke und das war's. Und die rettet deinen Arsch. Und den Endeffekt dein Leben dann.